Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer Runde Tavern Brawl mit dem Atabu. Und mit dem guten Hallo! Und wie geht's dir, Atta? Mir geht es gut, und dir? Ja, auch. Du warst ja schon lange nicht mehr hier auf meinem Channel unterwegs, deswegen wird es mal wieder Zeit, das hier ein bisschen mehr zu machen. Ich muss dich jetzt mal schnell lauter stellen, du bist bei mir ein bisschen leise. Was? Ja, ein bisschen. Ja, behalt mal die Hand mal so. Ja, ich werde meine Hand... Also... ich habe halt keinen Minion auf der Hand, das ist am Anfang immer nicht so gut. Runde 2 kriegst du 2 neue Karten, ich habe einen tiefen Lichtorakel. Ja, das ist okay. Ah, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon besser aus. So, da ist also Mechazod, der alte Schlawiner. Ja. Jetzt zum Tavern Brawl, es ist wieder Battle gegen Mechazod. Jo, warte mal. Ja? Ich warte. Please hold the line. Das ist nicht so gut. Ich habe gedacht gerade, ich habe die Karte Blessing of Wisdom. Immer wenn ein Minion angreift, da kriege ich eine, darf ich eine Karte ziehen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das auf Mechazod spiele, aber der greift ja nicht an. Richtig. Oh, sonst wäre das echt mega OP. Alles klar. Und du hattest recht, Atta. Sehe ich gerade. Womit? Die Fässer gehen doch nur, können dich nur einmal treffen. Ja. Nehmen wir den mal. Ja. Ja, das war schon fast klar. Ja, nicht, dass du mir der wegstirbst. Aber mit 1 nur, der lebt ja noch. Ja, ja, der lebt noch. Jetzt lebt er aber gleich nicht mehr wahrscheinlich. Wenn du den am Leben lassen würdest, wäre das wahrscheinlich gar nicht schlecht, weil entweder kann ich in der nächsten Zug ein Divine Shield draufhauen und plus 3 Angriff geben oder ihn healen, je nachdem, was du willst. Bist du mit der Hand zufrieden? Ja. Kannst mir aber auch gerne 2 Karten geben, wie du willst. Oh, in der nächsten Runde kommt Billhaus Mana Storm. Nee, warte da mal. Ich habe nur 2 Spells im Moment gerade auf der Hand. Ja, gut. Es lohnt sich okay. Noch nicht. Greif noch nicht an. Nö. Ob. Ja, war gut. Das war halt wirklich 50-50 Chance, ob er dich jetzt trifft oder nicht. Mhm. Nächste Runde greife ich an und ist erstmal wieder voll geheilt. Fast. Ja, dann heile ich dich jetzt erstmal. Ich bin so erquickt. Das kann doch nicht wahr sein, ey, dass er hier jeden von unseren Viechern hier wegpatscht direkt mit diesen komischen Bomben da. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ah, warte mal, hast du schon angegriffen? Ja, schade. Ja, das passt schon. So, was? Ich habe Bolvar vor Dragon auf der Hand. Das heißt, jeder Minion, der von mir stirbt, gibt dem plus 1. Ja, guck, ich greife dich an. So, dann gucken wir mal, dann spielen wir jetzt gleich. Mein Ja, kein Problem. Ach, guck mal, das sieht doch gut aus. Zack. Oh, er ist ja. Pack das Popcorn aus. Mhm. Ja, war's für 0. Ist auch okay. Jo, richtig. Einmal Damage for free ist eigentlich ganz okay. Wie viel Zauber hast du? 1, 2, 3 lohnt sich noch nicht. Ich habe viele Minions gerade auf der Hand. Na gut, ich hätte dir Bananen geben können, sich gerade. Ja, nee, das. Ja, aber die lohnen sich ja nicht. Das sind ja nur einsame Bananen. Aber ich habe die Fiola Lightbane, das ist eigentlich ganz nett, das ist die, wo ich im letzten Spiel schon gebufft habe. Damit Banane into Banane und so. Jetzt gucken wir mal noch ein. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viele kriege ich denn noch von deinen komischen. So, jetzt. Nee, machen wir anders, sonst wird das wahrscheinlich falsch gemacht. So. Okay, das kann ich aimen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Das ist gut. So, Karte für mich. Ah, nice. Nein! Nein! Ach komm! Alles klar.
Zauber hattest du gehört? Immer noch zwei. Ah ja, gut, das ist zu wenig. Ich weiß nicht, ich hab gerade, ich hab Bolva, Four Dragon, ich hab Fiola, ich hab Stalag und ich hab die Dancing Swords, also. Die werde ich wahrscheinlich auch im nächsten Zug spielen, die Dancing Swords. How many fingers do you see? Oh, das ist gut. Das ist gut. Langsam muss man mit dem Heilen anfangen. Naja, da haben wir genug Zeit noch. Ich hab Dings auf der Hand, den Garnisonskommandanten. Kann ich zweimal heilen pro Runde. Ja, mit Heilen musst du dir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Da habe ich gerade noch genug da. Da machen wir jetzt so. Dann machen wir Dancing Swords. So. So. Warum kriege ich die ganze Zeit so hart aufs Maul von dir? Mit Recht. Nee, wenn du es kannst. Ja, ja. Also, wenn du das Divine Shield von der wegmachst, ich habe noch eins auf der Hand. Plus 3 Attacke kriegt sie dann auch noch zusätzlich. Also ich habe Seal of Champions. Mhm. Ich habe gerade den hier gezogen. Oh, das ist natürlich gut. Light of the Nuru ist immer gut. In the light's name. Das gezogen. Oh, das ist auch sehr, sehr gut. Jetzt nur die Frage, ob du jetzt angreifen sollst schon, weil wenn du... Wenn der ich halt warte. Jetzt, okay, ja gut. Entweder zerstört er sie direkt oder er wirft halt Bomben und die Bomben würde halt überleben. Yes, sehr gut. Das war jetzt sehr, sehr gut. Oh. In der nächsten Runde spiele ich den Garnisonskommandanten. Ich hoffe, mein 7-5er überlebt. Ja, denke ich schon. Da war die Bananen gut, schon gut. Lol. Na, jetzt mal viel Spaß. Erzielt er dich, das heißt. So, dann kriegt die ihn noch dazu. Ich hab noch eine zweite gezogen, noch ein Lichtbrunnen. Ja, dann raus damit. Direkt. Ja, warte mal, ich muss damit heilst, dann kannst du mich heilen und die Lightbrunnen, die Lightwells, die heilen dich. Ja, ich kann es aber anders machen. Dann kann ich diese Runde nämlich doppelt heilen, weil ich könnte nämlich beigehen und die Heldenfähigkeit zweimal einsetzen. Ja, kannst du auch machen, wie du denkst. Einmal? Ja, dann triggerst du es auf beide am besten, oder? Ah, ich hätte meine Münze noch spitzig gerade gekriegt. Ja, dann machen wir das doch. Zack, hier, hopp. So, angreifen mit dem 8-5er? Nee, ich würde mit dem 13er-5er angreifen, weil er jetzt wahrscheinlich den zerstören wird, schätze ich mal. Und 13 Schaden sind schon mal gut. Jo, dann drück ich ab, ne? Jo. Ja. Das hätte ihn halt, das Divine Shield hätte ihn leider auch nicht gerettet. Was ich immer noch als lächerlich empfinde. Weil Gottschild und du kannst immer noch gleich zerstören. Also ich hoffe, das wird irgendwann mal eingeführt, dass die erst kaputt gemacht werden müssen, bevor man einen zerstören kann. Jetzt guck mal, jetzt habe ich hier die Plays, Alter. Pass auf. So. Vor allem auch dein Kanal, geile Let's Plays. Ja. Pass auf, jetzt geht's rund. Zack. Zack. Dann spielen wir noch den hier raus. Und den hier. Acht Damage. Ja, gut, du hielst dich jetzt erstmal wieder um 6 hoch. Ja, und die Dings hau ich dir einfach rein. Ja. Je nachdem, was du zu spielen hast. Weil Milhaus lohnt sich immer noch nicht, leider. Ich hab Heiliger Champion, aber das bringt ja nichts. Ja. Wären nur 5-5 dann. Nee, warum? Du heilst dann zweimal. Stimmt. Nee, ja, klar. Ja, how many fingers do you see? Aber die Frage ist halt, ja, der wird dann 5, dann wird er
7, 7, 5, aber dann geht er trotzdem noch auf andere Sachen. Das heißt, du könntest sogar mit Mukla angreifen, weil mein 8-9er noch stärker ist als Mukla. Geht doch Angriffsstärke, ne? Insgesamt, es geht ja um den insgesamten Minion. So, dann drücke ich aber jetzt ab. Jo. Overglock, oh oh, jetzt wird's kritisch. So. Okay, also. Wir machen jetzt wieder die Plays hier, wir machen hier ein Damage. Schön, du hast ja mit dem Dings drauf, ne? Ja, wir machen hier 2 Damage. Wir machen hier 8 Damage. Wir machen hier Card Draw. Dann spielen wir Stalag und geben der nochmal die Weinschild. So. Nein! Oh, schade. Aber lieber eins zerstören als Damage geben. Ja, das ist richtig. Obwohl, du kriegst ja jetzt hier ganz schön die Heals. Ja. Oh, ich hab Leroy gezogen. Atta. Was denn? Mein 19er lebt noch. Noch, ja. Aber der hat doch. Der hat doch, gemacht. Den höchsten Angriff. Den hat er zerstört. Nee, aber meiner hatte Divine Shield, deswegen ist er nicht gestorben. Er zerstört nicht, er fügt nur Schaden zu. Ah. Also, ich könnte jetzt hier einen Trog spielen, ich könnte Minnow spielen, bringt ja nichts. Ich könnte Leroy spielen. Ja, spiel mal Leroy. Das Damage ist jetzt gut und ich kriege ja 2-1-1er Minions und damit wird Bolvar noch weiter gebufft. Das ist eigentlich gut. Ich greife an, ne? Ja, ja. Mit dem 15er. Auf jeden Fall. Und mit Leroy auf jeden Fall auch. Jawohl. Ja, gut, jetzt macht er halt einen Abgang. Aber ja. Besser so als anders. Das ist doch krass. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt aber machen wir. Du ziehst erstmal eine Karte, Alter. Was aber nicht von mir. Und was ist es? Verleiht ein Diener 2 Leben und zieh eine Karte. Okay. Das ist Stalag, ruhig angreifen, ne? Ja, mach ich jetzt auch. Ich hab noch einen auf der Hand. Hast du Folgen auf der Hand? Ich hab Folgen auf der Hand, ja. Ja, dann raus damit, weil dann kommt Thaddeus raus. Wenn er den zerstört, kommt Thaddeus raus. Und du bist wieder Full Health. Ich hab nochmal den Garnisonskommandanten gezogen, also wenn er den jetzt zerstören sollte, kein Problem. Nice. Ich habe jetzt einen 15-7er Bolvar auf der Hand. Ich greife mit 2 an, ne? Ja, greif an. Wenn er jetzt. Er müsste uns jetzt 2 Runden hintereinander Schaden machen. Ja, ich habe hier noch einen Zombie gezogen. Ich kann noch zweimal die Händigkeit einsetzen. Also, das ist ein GG. Oh, Adder, guck mal. Jade Serpent guide you. Ja, richtig, GG. Guck mal hier. Ja, ich hab keine eigentliche Zauberkarte auf der Hand. 16-7. Nein! Och komm! Aber das Gute ist, jetzt kommt halt Ding. Warte, jetzt kommt hier Thaddeus. Vorsicht, Cyber. Ja, das. Er kann ja jetzt eh nichts mehr machen, also von dem her. Ist das jetzt ein GG, ein Well Played? Obwohl, ich kann ihm kein Damage machen, fällt mir gerade so auf. Nö, hier, komm, gönn dir. Oh, dankeschön. Sehr lieb von dir hier, dass du mich so heilst. Ah, gut, jetzt muss ich irgendwie hier noch ein Damage rauskriegen. Destroy Lawwalker. Hä? Achso. Ja, gut. Well played. In the light's name.
Zack! Weg ist er. Hooray! Ja, nice! Ja, war am easy, Anfang, ne? Sah es noch ein bisschen kritisch aus, muss ich sagen. Aber dann gegen Ende wurde es halt dann doch... Da waren einfach unsere Teamgeist und unsere Plays sind da halt einfach rausgekommen, Atta, ganz klar. Absolut. Weil ich finde, gerade dem Terror Brawl könnten sie so einen kleinen Chat einfügen, dass sie sagen, dass man sich mit einem Random-Spieler mal ein bisschen austauschen kann. Ja, das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, aber ansonsten, es ist auf jeden Fall schön, dass man mal zu zweit gegen einen kämpfen kann. Mehr davon, Blizzard, wir brauchen noch viel, viel mehr. Ja, es gibt ja zwei verschiedene von den Kampf gegen Mechasort. Einmal mit dem Druiden und dem, was war's nochmal? Paladin. Nee, einmal war's Priester und Paladin und einmal war's Druide und Jäger oder Druide und, ja, ich irgendwie weiß, so. Druide und Magier kann's auch sein, ich weiß gerade nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall ganz lustig, muss ich sagen, so ein Two-Player. Wenn es die Leute verstehen, sagen wir es mal so. Genau. Ja, ich habe ja auch schon einige gehabt. Also da kannst du ja wirklich schon... die haben nicht angegriffen, die haben nichts gemacht. Ich hätte auch immer gehabt, der hat meine Minion zerstört. Der hatte da irgendwie eine Karte, um da mit Schaden zu fügen. Ja, macht's auf meinen Minion. Dann habe ich gleich Quit gemacht, weil... albern. Ja, richtig. Von daher... Jo. Gut, ja. Adam. Dann sagen wir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare, guckt beim Atta vorbei und vergesst natürlich und nicht zu abonnieren. Gerade beim Scroll. Und beim Atta. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, oder? Tschö. Tschüss.